Hallo Stalker! Nein? Der will uns auch nur anwerben. Wahrscheinlich kriegen die dann noch einen kleinen Bonus. Ach, guck mal. Oh, Wildschwein. Die können Doppelkopf spielen. Was ist das denn für eine Konstruktion da? Hä? Hi. Guten Tag, Stalker. Tschüss. Was bist du? Taub? Ah, oh, lecker. Du hier? Hi. General Voronin, ich höre zu. Der Wirt hat mir gesagt, dass du einen Auftrag bei den Lagerhäusern des Militärs für mich hast. Ja. Ich möchte, dass du dir... dass du mir einen persönlichen Gefallen tust. Ja, wir stecken mitten im Streit mit der Freiheitsfraktion und brauchen ein paar stärkere Waffen als die wir haben. Freiheit besitzt hervorragende... Ach, Freiheit. Ja, Freiheit, ne? Freiheit kennt man, ja. Freiheit besitzt hervorragender Bulldog 6 Granatwerfer. Granatwerfer steht da. Wenn du in ihr Territorium eindringst und mindestens einen davon stiehlst, dann werde ich dich großzügig belohnen. Wenn du nicht zu unserer Fraktion gehörst, kannst du sie schnell deren Vertrauen gewinnen und mit etwas Glück einen von den Granatwerfern abgreifen. Können wir den noch selbst behalten? Weiter. Ich lade die Position der Freiheitsbasis für dich hoch. Zunächst musst du den Koch finden. Was? Ein Mitglied von Freiheit. Er weiß, wo die Bulldog 6 aufbewahrt werden. Er trinkt sehr gerne. Vergiss das nicht und bring ihm viel Wodka mit. Und nimmst du den Job an? Puh. Ja, Tom. In Ordnung. Ich werde versuchen, einen Bulldog 6 zu stehlen. Ja. Ach, und noch etwas. Oberst Schädel, schöner Name, und seine Jungs haben meine Befehle missachtet und beschlossen, die Freiheitsbasis ohne Genehmigung anzugreifen. Nun, jetzt können wir sie ernten. Was sie gesehen haben. Also jetzt können sie ernten, nicht können wir sie ernten. Ist ja auch Quatsch. Wir rupfen die ja nicht aus dem Boden. Die selbstmörderischen Idioten. Lass dich nicht in ihre Kämpfe verwickeln. Versuch einfach nur den Bulldog 6 zu bekommen. Sonst nichts. Bis dann. Was hat der denn noch zum Handeln? Nichts. Okay, nichts. Wo sind denn hier? Wo ist denn? Wo kann denn? Das ist das. Koch. Ach, guck mal, hier geht's dann direkt nach Norden. Wie schön das auch so ein quadratisches Gebiet hier ist, oder so ein rechteckiges Teil, ist ja wunderbar. Soll ich da jetzt direkt nach oben? In Labor, das haben wir doch schon gemacht. Oder mit Profi-Dingsbums, Banditen am Parkplatz. Ich würde Hallo, einfach mal sagen, Bruder. Warum bist du hier? Weil du mir einen Auftrag gegeben hast. Ich würde einfach mal sagen, ich gehe erstmal nach Norden. Die Uhrzeit sagt immer noch, es ist nicht Nacht. Es steht da. Deswegen gehe ich halt hoch. So, ganz einfach. Einmal hier durchsprinten. Können wir ja. Miau. Und es regnet, was ich nicht ganz so gut finden kann, weil wir eben das. Und dann ist unser Anzug ganz aufgeweicht. Ist dann auch blöd. Ach, guck mal, hier kann man direkt durch. Es sind alles Gegenden, wo ich noch überhaupt nicht war. Wobei, ne, hier war ich noch nicht, glaube ich. Doch, da vorne war ich, alles klar. Aber hier kann man auch nach Norden. Da zieht es uns doch schon mehr hin. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ein neues Gebiet. Wahnsinn. So, da sind wir im neuen Gebiet. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr... Kommen wir hierher? Ja, ne? Ne, wir kommen daher. Hier ist auf jeden Fall schon mal Party. Muni, ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob ich Muni dabei habe. Aber wir haben für allen möglichen Krams was dabei. Das ist alles kein Thema. Ach, da oben läuft auch jemand. Wir sollen hier eigentlich ziemlich, na, unentdeckt nicht, aber... Ach, da sind Freunde. Ziemlich, na, so ein bisschen... uns einschleichen quasi. Mit dem Krieg bin ich fertig. Haben bekommen, was sie verdient haben. Verdammte Anarchisten. Der Anzug gefällt mir schon viel besser als die anderen da. Wo die mir angegeben haben. Hat ja, der so eine, hat der so eine andere dabei? Hat der so eine Waffe dabei? Ja, ne? Die wir uns hätten kaufen können, wollen. Ja, lass ich mal von hinten betrachten. Oder nicht? Sehr gut. Ach ja, Wodka sollten wir auch ordentlich mitnehmen. Stimmt ja. Naja, holen wir uns den halt von hier ab. Ja, was hast du dabei? Ja.
Gleb Zeiger, drei Arschlöcher erledigt, einfach so, du bist gerade rechtzeitig gekommen, hast unsere Deckung nicht auffliegen lassen und wir sind gerettet. Übrigens, ich denke, dass niemand davon wissen muss, nicht wahr? Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Was, hast du keine Lust mehr zu leben? Vielleicht. Was ist das denn hier? Der soll mich jetzt nicht hier anschießen. Wobei, wenn ich jetzt seinen Anzug haben könnte, dann wäre sich das vielleicht doch gelohnt. Ey, was war denn das gerade für eine Aktion? Was ist das hier? Achso, Scharfschützen. Nö. Ach, schön. Neue Waffe. Schön. Oh, wir können ihn nehmen. Aber ich will den Anzug haben. Manu. Gut, denn nicht. Aber es ist ja alles wieder rumliegt. Das ist toll, ne? Kaum kommt man in ein neues Gebiet, ist ja wieder alles voll Zeugs und man ist wieder viel zu überladen. Die will ich doch direkt mal ausprobieren. Können wir da was drauf basteln? Die hat Granatwerfer dran. Coolio. Fallen lassen? Nein. Fallen lassen? Nein. Ich würde das gerne da. Würde das gerne drauf basteln, aber es geht ja anscheinend nicht. Sieht ein bisschen schmal aus, ne? Von oben. Haha. Ich bin verwundet und der ist tot. Haben wir uns. Haha. Versteckt er sich im Busch? Kann ich auch. Nur, dass das kein Busch ist. Ist er tot? Ist er tot? Nein. Wo ist denn der? Ist der jetzt? Oh nein. Hallo, kann er mal sterben? Oh, was ist das denn hier? Killefit. Nö, nein, eben nicht. So. Gespeichert haben wir ja. Oh, Quick Save. Yes, haben wir. Das heißt, ich darf mit denen nicht mich blöd stellen, oder? Wie ist das? Ach ja, da war ja noch der Feind. Toll, jetzt haben wir das schon so gemacht. Hier sind überall Feinde jetzt, oder was? Ich wollte dann doch die nicht angefeindet haben. Das hätte ich mir wahrscheinlich vorher überlegen können. Toll, ey. Der ist weg, das ist gut. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bin gleich tot. Ich wäre fast tot gewesen. Wo kommt denn das Geschieße her? Hallo? Ich duck mich doch wie blöd. Alter, was haben die denn für eine Waffe dabei? Finde ich nicht gut. Ich glaube, ich renne einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht beruhigen die sich dann. Oder ich lade den davor, das war dann der automatische Speicherstand. Laden, laden, Autosave. Da haben wir die ja noch nicht beseitigt oder halt noch nicht angequatscht. Ist halt die Frage, ne? Sind das jetzt Leute, die mir vertrauen können? Ich meine, das sind irgendwelche Wächter, das haben wir schon gesehen. Ich hätte auch gerne die Waffe von dem Kerl. Da. Koch, ja? Huh. Das sind unsere eigentlichen Kumpels hier. Hi. Der Zeiger. Ja, renn mal nicht so schnell. Ist ungesund. Achso, der hat die fallen gelassen, okay. Mit den Vögeln bin ich fertig. Das sind aber eigentlich auch, das haben sind... Bekommen, was sie verdient haben. Verdammte Anarchistin. Ich rede einfach mal nicht an, ne? Kann ich mich davor einfach drücken? Ja, die sind erledigt. Dass ich keine Entscheidung fällen muss. Ja, ne? Ich renne einfach mal weg. Tschüss! Red mich nicht an! Red mich nicht an! Gut, oder sind das die Leute, die ihr eigenes Ding da machen, mit denen ich mich nicht gut stellen soll? Ich weiß nicht so ganz genau, ich vermute es einfach mal. Da ist eine Anomalie. Nein. Juti, wir haben hier... Oh, da ist ein Versteck. Der Krempel in der Schmelze. Aha, aha, aha. Krempel. Wer nennt das denn so? Also außer ich. Außer mir.
Wir können der Straße folgen, wir können da einfach rein. Vermutlich sieht es dann etwas normaler aus, wenn wir tatsächlich der Straße folgen. Aber wir kriegen nicht das Versteck mit. Oh, hier fliegen irgendwelche Vögel. Ich meine, da ist ein Versteck, ne? Ich glaube, ich gehe da einfach mal eben hin. Wir sind überladen. Nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel an verschiedener Munition dabei. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Denke ich. Können wir hier einfach irgendwo reinspringen? Oder wie ist das? Oder gibt es ja auch eine Tür? Ich meine, ein Haus ohne Tür ist ja auch... Achso. Hallo? Im Kamin? Nee, einfach auf dem Sofa. Ein Freiheitssturmanzug. Ist ja jetzt auch hübsch, aber... Ist von den Werten auch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ist es ja... Vielleicht fallen wir dann ja nicht so schnell auf. Ich weiß nicht, ob dieses Element der Tarnung auch mit eingebaut wurde in das Spiel, dass man quasi nicht auffällt, wenn man einen anderen Anzug erträgt. Aber ich glaube, das war noch überhaupt nicht das Versteck. Das wird immer noch nicht... Es wird immer noch angezeigt. Und irgendjemand spielt da Gitarre. Wo ist denn, wo kann er hier noch versteckt sein? Gibt es hier noch ein zweites Stockwerk? Nee, ne? Ist hier hinter noch irgendwas? Da drin kann ja nichts sein. Nee, anscheinend. Also, sieht gerade mal nicht so aus. Hier ist ja ein Kamin und die Tür. Und das war's dann. Und hier oben drauf. Ich weiß nicht, ob man da rauf kann. Es könnte, also gut, ich wüsste gerade nicht wie. Aber da oben ist zumindest noch so ein Loch drin. Als ob man da rein könnte, theoretisch. Oder? Ist das ein Loch? Ja, ne? Aber keine Ahnung. Weiß ich gerade mal nicht. Ja, die haben schon ganz coole Anzüge, muss ich ja mal sagen, mit den Verstärkungen und alles. Wenn es denn Verstärkungen sind. Jetzt bin ich natürlich wieder überladen und kann nicht mehr rennen. Das ist nicht so gut. Zumindest, falls wir es eilig haben. So wie jetzt. Die Gegend ist ja ganz schön. Also ist halt immer so der gleiche grau-braun-grün-Pump. Aber ist halt doch, ist atmosphärisch. Ich sag mal, wenn hier irgendwie das Wetter gerade mal nicht so toll ist, dann sieht es auch nicht wesentlich anders aus. Wir sehen auf jeden Fall eine Menge Anomalien. Wir haben auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge Zeugs, was man theoretisch durchlesen könnte. Hier das alles, na, so viel Zeugs. Ein weiteres Puzzle. Ich bin schockiert. Ghost ist dieselbe Person wie der Mann auf dem Foto in der Akte über die Eliminierung Shreloks. Okay, vielleicht hätten wir es doch mal durchlesen sollen. Ich bin verwirrt. Das muss ein Fehler sein. Aber wer hat diesen Fehler gemacht? Moment. Ghost ist dieselbe Person, die wie der Mann auf dem Foto in der Akte über die Eliminierung Shreloks. Das heißt doch eigentlich nur, dass die zusammen irgendwie waren, oder nicht? Noch gibt es darauf keine Antwort. Aus Ghosts Aufzeichnungen kenne ich den Namen ihres gemeinsamen Bekannten. Der vierte Mann aus Shreloks Gruppe, Doktor. Ja, toller Name. Er hat schon lange als Hauptquartier für die Gruppe fungiert. Man findet ihn über einen bestimmten Stalker, einen Führer namens... Ach, Prodovnik, der war das. Der häufig im Kordon ist. In Ordnung, Prof... Was? Ja, ja, jetzt stirb nur bitte nicht einfach vor unserem Treffen. Bei Ghost Leiche habe ich auch Dokumente über den Psi-Hirn-Mechanismus gefunden. Die gesamte Nachbarschaft stand unter dem Einfluss dieses Drecksdings. Jeder in Reichweite wurde quasi zum Zombie. Es gibt angeblich noch einen solchen Mechanismus im Labor X-19. Wer hätte es gedacht? Das ist wahrscheinlich dieser Hirnschmelzer. Diese Mechanismen arbeiten nicht ständig mit voller Leistung, sondern sie werden manchmal heruntergefahren, um den Apparat abkühlen zu lassen. Okay. Der Hirnschmelzer wurde von Menschen geschaffen. Ich glaube, wir sollten es doch uns alles durchlesen, aber hier gewittert es gerade. Und wir stehen gerade mit in der Pampa. Die Händler haben eine Menge Informationen über diese Labore ausgegraben. Der Wirt war über die Ermittler und X-16 nicht überrascht.
Jetzt ist er davon überzeugt, dass der Hirnschmelzer von Menschen geschaffen wurde. Er glaubt, dass sich das Labor X16 in der Nähe des wissenschaftlichen Lagers beim Yantasee befindet. Interessanterweise studieren sie dort Emissionen, deren Wirkung denen des Schmelzes ähnelt. Sie muss also mal die Wissenschaftler besuchen gehen. Ach, ich. Gut, das haben wir ja mittlerweile mitbekommen. Dicht dran an Ghost. Da bin ich jetzt also nur einen Schritt von einem von Strelocks Männern weg. Ghost ist mit einem Wissenschaftler in das unterirdische Labor X16 gegangen. Es gibt wahrscheinlich ein großes Aber. Es ist wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Also er. Der Wissenschaftler kam alleine zurück und wurde getötet, als er sich das Lager näherte. Die Wissenschaftler haben mich mit einem Gerät ausgestattet, das mich gegen... passt schon. Kennen wir schon. Der zweite Traum. Da bin ich mal... Oh, so viel Text. Ach nö. Nachdem ich dieses furchtbare Röhrenhirn, blablabla, ein Lichtblitz, dann wachte ich auf. Okay, haben wir alles gesehen? Nach dem Treffen mit dem Verrückten. Tja, ich bin bereit zum Schmelzen zu gehen. Ich habe von dem Verrückten die Zeiten erfahren, in denen, ja, das kennen wir auch schon, haben wir alles gemacht. Informationen. Ist gut. Ich will jetzt auch nicht hier großartig noch viel mehr vorlesen. Das ist, ich meine, die meisten Sachen sind Zusammenfassung von den Sachen, die wir da schon gesehen haben. Das mit dem Schockieren und Podovnik und sowas hatte ich schon wieder verdrängt. Ich glaube, das war eine Meldung, die wir da irgendwo bekommen haben, die sie eingespielt wurde. Aber teilweise ist das, die Funknachrichten sind schon ein bisschen leise manchmal. Deswegen ist es etwas schwierig zu verstehen. Armeelager. Ist das das Armeelager oder ist das hier oben? Sieht, glaube ich, mir sehr armeeig aus. Ich denke mal, wir gehen einfach hin. Hier oben ist ja überall wahrscheinlich ein dicker Zaun rum. So wie es auf der Karte zumindest aussieht. Und da ist eine Anomalie. Hi. Ja, schön, alles hier vollgestromt. Ach ja, wir sollen ja beim... Nee, war nicht irgendwas, dass wir bei einem Strommast oder bei irgendeinem Turm oder sowas schauen sollten? Ist aber ganz schön wellig hier, ne? So die ganze Gegend. Also, man kann auch hügelig sagen. Hier muss man gebügelt werden. Und irgendjemand schreit, das verschwinde. Ich hoffe, der meint nicht mich. Es regnet noch ein bisschen, aber die Wolken brechen auch schon wieder durch. In der Mitte einfach knack und dann sind sie durch. Was steht denn da? Irgendwas? Hier steht Stopp. Das kann ich noch lesen. Hi.